Willkommen zurück zu DOS 2. Heute mit einem bezungenen Konrad. Hallo. Ich möchte gerne nur noch Kobold genannt werden. Konrad Bold. Kobold. Ja, wir müssen mit Gareth reden, weil Konrad wieder irgendwie Storykram gemacht hat, während ich hier den Speer gefunden habe. Ich habe hier die wichtige Arbeit gemacht. Und wir müssen mit Gareth reden. Er braucht uns schon wieder. Junge, was ist los mit dir? Erst müssen wir dich retten, dann müssen wir die Shrieker wegmachen. Vielleicht nicht in der Reihenfolge, aber... Und jetzt noch was? Ja, wir können alles. Tell him your strength only grows. You crave battle. Ja, wir sind ultra stark. Auf geht's in den Kampf. We've got a boat ready to row to the Lady Vengeance. But if Alexander sees us bobbing among the waves, we'll be shark chow. Okay, So we split up. I take the Seekers to the Lady Vengeance. You go to the ruins and keep Alexander busy. He'll be expecting a breeze. Show him that you're a hurricane. Wow, der hat aber coole Formulierungen. Sehr eloquent. Are you ready? We've got right on our side. A greater ally than any sulking Geist or any whinging Magister. Brauchen wir Seeker als Unterstützung? Nee, ne? Wir machen das, oder? Schaffen das schon. Ja, sicher. Ja, easy. Wir sind ready. He takes the news calmly. A moment passes as he calculates the consequences, assessing this new world as it opens up before him. He nods his thanks, then raises his voice. Seekers, we move. You are Lucian's eyes and ears. You are his sword and his shield. Burn the blackness with your holy fire. To arms. Okay, so. Also kann ich jetzt der Ratte sagen, was ich gesehen habe? Ja, die Sachen sind gefährlich. How dangerous? On a scale of 1 to really dangerous? Really dangerous. Trying to get to the wharf before me, I'll wager. Well, you won't make it. I'll be there before you can take 10 steps. Die Ratte. Ach, guck mal. Man kann die Ratte benutzen, um rauszufinden, was die Shrieker machen wollen. Oder was die können. Wo rennt die jetzt hin, wenn die Shrieker nicht da sind? Ist ja sehr interessant. Wenn man nämlich sagt, dass es ultra gefährlich ist, dann rennt sie einfach da lang. Aber wie weit rennt die jetzt? Die kommt auch an Alexander und so vorbei. Jetzt kommt sie zurück. Ne, jetzt steht sie da unten. Okay. So. Was haben wir denn hier alles? Ach genau, das kann man ja mal überprüfen. Hier steht Bischof Alexander, den hau ich richtig um. Dann ist da Geist. Der sieht krass aus. Der hat ultra lange Klauen und ist doppelt so groß wie alle anderen. Der sieht ein bisschen aus wie von Resident Evil 4, diese krassen Typen, die man nur am Rücken verletzen konnte. Dann haben wir einen Bogenschützen, um den... Das könnte ich mal versuchen. Soll ich mal versuchen, ob ich zum Bogenschützen komme? Und dann da oben stehen kann, um ihn zu battlen. Da kann auch keiner hochklettern, ne? Ist total unnütz für mich, da zu sein. Ach, da ist eine Leiter. Okay, da kann man also runter. Aber Bogenschütze ist ja eigentlich immer ganz gut, wenn man die aus dem Weg hat, oder? Ja, die sind relativ stark. Also ich würde versuchen, glaube ich, mich hier rein zu sneaken und hier hinzustellen. Wohin stellen? Da neben das Fass? Genau, ungefähr. Also hier irgendwo. Da würde ich mich versuchen reinzusneaken. Punkt ist halt, von hier oben haben wir halt noch mehr Höhenvorteile. Ich weiß nicht, ob die... Da steht nämlich auch noch einer. Magister Metamorph. Ja, ob die bis darüber schießen kann. Oder nicht. Okay, soll ich bei Metamorph starten? Das kann ich auch machen. Von da kann ich mich ja wahrscheinlich auch mit Cloak and Dagger zu dem Bogenschützen teleportieren. Von unten nach oben ist schwieriger. Dann versuche ich links zu starten. Wie komme ich da hin? Genau, versuch mal links reinzugehen. Das ist, glaube ich, eine gute Idee. Okay, ich versuche das mal. Ich quicksave erstmal nochmal, damit ich nicht aus Versehen den Kampf starte. Das ist ja jetzt ein relativ dicker Kampf vermutlich. Ein relativ auch nicht so leichter Kampf. Also es ist jetzt kein Campboss Griff, den wir einfach so platt machen, egal was wir machen. Deswegen wollen wir das auch ein bisschen ordentlich machen hier.
So. Nein, ich kann mich nicht da hoch teleportieren. Das ist ja ungünstig. Kann ich das wirklich nicht? Auch nicht von hier vielleicht? Eventuell musst du mich da hoch teleportieren mit deinem Teleport-Skill, Konrad. Ich glaube, ich kann da nicht hin, Cloak and Dagger. Aber wir waren doch da schon mal. Warum kann ich das nicht sehen von hier aus? So weird. Von da? Okay. Ich versuch's mal. Dauert jetzt alles ein paar Sekunden. So, von hier vielleicht? Cloak and Dagger. Da kann ich nicht hoch. Da kann ich hoch und dann kann ich von da vielleicht rüber. Let's try. Das ist lustig, der Stein, den ich als Tarnung habe, hat gar keine Animation für eine Bewegung, wenn ich Cloak and Dagger mache. Der steht einfach da, wenn ich losspringe, bleibt er da stehen und wenn ich ankomme, ist er dann vor mir schon da. Einfach so. Sehr lustig. So, und jetzt kann ich wieder Cloak and Dagger. Ich kann da nicht rüber. I don't know. Kann man da einfach generell nicht hoch oder was soll das? Ich kann da nicht hin. Mein Teleport-Fritz kommt. Pinkt irgendwo hin. Jo, ich komme da hin. Kann ich jetzt auch noch laufen? Ja, ne? Hier waren wir ja so unterwegs. So, von hier sagst du? Von hier sagt er. Okay, jetzt muss ich noch kurz auf den Cooldown warten. Ist einfach wieder zungenlos geworden. Unglaublich. Und sneaken. Hey, Moment, wieso sneak ich nicht? So. Ja, von hier kann ich dahin. Du hast recht, Konrad. Nein, ich bin. Oh, fast direkt ins Sichtfeld gehüpft. Also erstmal hier verstecken, glaube ich. So, jetzt nochmal Quick Save. Okay, wo darf man denn lang? Also die Leiter müsste ich hochklettern können, ohne dass mich das Biest sieht. Ich mache jetzt Attack. So. Wow, der macht einfach Encourage, wie mies. So, Connor, du kannst dir jetzt einen Spot aussuchen. Ich habe einfach dieses Magister-Vieh angegriffen. Weil der sich sonst bestimmt gleich umgedreht hätte und dann hätte ich ein Problem gekriegt. Deswegen habe ich das einfach mal schnell gemacht. Keine Zeit zum Nachdenken gehabt. Und wenn du da bist, wenn du dir einen Spot ausgesucht hast und im Kampf erscheinst, dann lege ich los. Du bist ja dann wahrscheinlich als letztes dran wieder, ne? Okay, so. Magister Metamorph. Also ich bin ja hier, dann verkloppe ich den auch, ist ja klar. Ich habe jetzt 1, 2, 3 Angriffe für ungefähr 360 Leben. 70. 3 Angriffe für 370 Leben. Wie lange war denn das mit Enrage? Aber dann konnte ich nicht mehr meine anderen Skills machen. Ich glaube, dann mache ich lieber. Mache ich direkt Adrenalin und 4 Angriffe. Vielleicht kriege ich den damit dann tot. Also wenn ich Adrenalin mache und dann
Aber wenn ich Enrage mache, kann ich nicht mehr Cloak and Dagger. Ich gucke erstmal, ob ich mit Cloak and Dagger rüberkommen könnte. Ja, damit komme ich zum Bogenschützen. Das ist schon mal gut. Dann brauche ich das. Dann mache ich erstmal noch nicht Enrage. Aber wie lange silenzt mich das denn? Ist das für 5 Runden dann auch gesilenced? I don't know. Adrenalin und einfach draufhauen, würde ich sagen. Crippling Blow, sowas. Vielleicht Shackles of Pain, wenn wir was übrig haben. Ich mach das mal so. So. So, er hat ja noch Physical Armor, den müssen wir erstmal runterkloppen. Oh Gott, nur 86% Trefferchance. Ich hoffe, das haut hin. Okay, das ist schon mal gut. So, Crippling Blow. Das ist auf jeden Fall immer gut. Das können wir direkt mal raushauen. Nice, sogar getroffen. Jetzt habe ich noch zwei Angriffe für 181 Schaden. Das müsste doch, könnte sogar, na, so, machen wir so viel Schaden. Könnte hinhauen. Könnte hinhauen. Ich probiere es. Wir müssen nur treffen. Oh ja, jetzt habe ich 100% Trefferchance. Nice. 93. Das könnte reichen. Nein, er hat noch 4 Leben. So ein Ärgernis aber auch. Heart of Steel. 110 Physical Armor hat er sich gegönnt. Hey, Moment mal. Alter, wie gemein. Hast du das gesehen? Der hat mich runterteleportiert. Kannst du mich hochteleportieren, Konrad? Ich hätte Shackles of Pain machen sollen. Einfach runter teleportiert. So gemein, ey. Das war so knapp, habe ich den beinahe gekillt. Und dann sowas. Jetzt werde ich hier einfach niedergemetzelt. Yo, mach mal nicht so doll, Bruder. Ich bin schon fast tot. Tja, Konrad, Problem, ne? Ah, suchst du den unsichtbaren Typen? Wo ist der denn hin? Ich sehe den nicht. Voll die epische Musik. Bockt. Wir haben die Schatzruhe vergessen, Konrad, erinnerst du dich? Teleportiert mich nicht wieder hoch, das ist so gemein. Ich muss auch, irgendwen muss ich gleich hauen, damit ich mich heile mit meinen Vampirfähigkeiten. Sonst wird das echt übel. Ja, Dracula, pass mal lieber auf. Hallo Timo! Grüß dich! Na, hallo, guten Morgen. Schön, dass du da bist. Kommt auf einmal ein Team aus dem Nichts. Einfach so. Na, was macht ihr gerade? Ja, wir sind gerade im heftigen Endkampf hier gegen den Obermufti und haben uns eine richtig krasse Taktik überlegt und dann, also haben uns positioniert, damit wir an guten Stellen stehen, wo die uns nicht direkt verkloppen können. Und dann hat der erste Typ, der dran war, mich erstmal runter teleportiert, direkt in die Mitte zwischen alle anderen von den Gegnern. Ist ein bisschen doof gelaufen. Und das war sehr knapp, weil ich habe den beinahe gekillt. Der hatte noch 4 Leben am Ende, als ich fertig war mit meinem Zug. Ja. Hätte alles ein bisschen besser sein können. Hauptsache, der haut mich jetzt nicht tot.
Immer lieber deine Vampir-Vitamine gegessen. Oh, ich bin gestunt, Konrad. Ich kann diese Runde nichts machen. Ich glaube, ich sterbe. Ist das schon mal passiert? Ja. Und was dann? Ja, dann bin ich tot. Also dann muss, wenn Konrad dann noch überlebt und den Kampf gewinnt, dann kann er mich danach wiederbeleben. Ja. Wenn er auch stirbt, dann haben wir Game Over und müssen Spielstand laden. Okay. Das ist es hier, Magister Metamorph. Achso, du siehst gerade gar nichts, ne? Ja, das stimmt. Oh, ich kann doch was machen, warte mal. Ich bin dran. Ich zeig dir das gleich. Wenn ich mal Zug gemacht habe, dann kann ich, machen, dass du was siehst. Ah, ich sehe was. Konrad hat schon. Ah, super. So, was mache ich denn jetzt? Magister Assassin. Also ich darf mich nicht bewegen, ich bin auf dem Eis. Ich weiß gar nicht, ob ich mich bewegen kann. Habe jetzt nur zwei Angriffe, das ist ein bisschen schlecht. Ich überlege gerade. Also, Dome of Protection ist bestimmt nicht so verkehrt. Einfach damit ich noch da bin. Wo kann ich denn hin Cloak entdeckern, damit ich ein bisschen außer Reichweite bin? Vielleicht hier oben? Wer ist das? Matches? Du. Ich bin da. Hey, Moment, ich kann nach oben Cloak entdeckern zu Magister Metamorph. Den müsste ich doch dann nicht killen können, weil der 138 Rüstung hat. Verdammt. Aber es wäre cool, wenn du dir ein bisschen Damage machst, damit du dich mal ein bisschen heilst. Ja, aber ich komme nicht an der 138 Rüstung vorbei, oder? Alternativ kannst du gerne gegen den Bogenschützen gehen. Ja, also ich habe halt nur einen Angriff diese Runde, ne? Kannst du dich irgendwie heilen? Giftattacke? Giftattacke? Oder du Cloak entdeckerst dich eben in Richtung zu mir, das ging ja auch. Dann stehen wir halt wenigstens auf derselben Seite. Mal grad gucken. Oh, Deathwish wäre was. Weil ich doch gerade so wenig Leben habe, kriege ich dann den übertriebenen Bonus auf meinen nächsten Schlag und der heilt mich dann. Das wäre noch eine Idee. Müssen wir mal gucken. Also wie wichtig ist jetzt Dome of Protection? Nicht so richtig doll, oder? Naja, wenn du da stehen bleibst, wirst du halt ziemlich verprügelt. Die Dome of Protection ist ziemlich, also die ist lokal. Ja, aber halt nur ein bisschen Armor, ne? Genau, jede Runde dieser Armor, wenn du da drin stehst. Okay. Also, ich könnte halt dieses Death Wish machen. Dann kriege ich, keine Ahnung, wie viel Prozent Leben mir fehlen. Ich habe ungefähr noch 15% Leben, das heißt, ich krieg plus 85% Schaden und dann einen Angriff auf den Typen, der vor mir steht. Der hat halt auch noch 100. Aber der hat halt auch übertrieben viel Rüstung, ne? Ja, genau. Also ich glaube, es wäre gut, wenn du entweder auf den Metamorph gehst oder auf den Bogenschützen. Okay. Da wirst du halt geslowt, wenn du dich da teleportierst, weil da alles voll mit Öl ist. Aber ich werde wahrscheinlich keinen Schaden machen, egal wen ich angreife davon. Außer ich mache All-In. Wenn ich All-In mache, mache ich ja ein bisschen mehr Schaden. Dann stelle ich mich hinter den Bogenschützen und mache All-In, oder? Metamorph hat sich auch geheilt. Richtig gemein. Ja, also auf jeden Fall da unten raus, aus diesem Elektrobad. Ja. Ich glaube, das ist das Beste, was ich machen kann. Da raus Cloak entdeckern und dann All In, dann habe ich eine stärkere du Attacke. Du hier rüber. Du machst. Wo ist hier? Zu mir auf die Seite. Kommst du nach hier? Cloak nee, entdeckern? Das schaffe ich nicht. Okay. Nur bis zur Leiter. Ja, ich geh hinter den Bogenschützen, wir müssen mal gucken. Wenn es nicht klappt, klappt's nicht. Boings! So, und dann einmal All In. Vielleicht heile ich mich damit noch ein bisschen. Ah, ich hätte. Ah, weißt du, was ich hätte machen sollen? Ich hätte den stunnen sollen, den Metamorph. Da habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Naja. 82% Trefferchance. Let's try. Yo, ich habe mir 16 Leben geheilt. Richtig gut.
Macht mich nicht tot, Leute. Lasst mich überleben. Ja, noch stehe ich. Was zum Geier. Das ist der Oberschmuchti. Ist das Ruffys Vater? Was zur Hölle ist das, ey? Meine Güte. Ja, was soll ich dir denn erzählen? Soll ich ihm erzählen, dass er die Fresse halten soll und kämpfen soll? Oder... Ach, ihr redet gerade miteinander. Ich check das alles gar nicht. Nee, sag ihm, er soll die anderen essen. Der sieht ganz schön cool aus. Der sieht cool aus, ne? Ja. Wo kommt der her? Was? Wieso steht er neben dir? Ist das dein Kumpel jetzt? Ich glaube nicht, dass er mein Kumpel ist. Ist ein bisschen verrückt. Ist einfach so ein riesiger Wurm. Hey, Cloak & Dagger, das hast du neu gelernt. Super. Aber der ist ja dann, also wenn der nicht unser Kumpel ist, der ist auf jeden Fall auch nicht der Kumpel von den Magistern hier. Weil er ja ein Voidwoken ist. Immunity to Frozen Stun, Charm, Terrified, Knocked Out, Silence, Blinded, Slowed, Diseased, Infected, Terrified, Slipping, Sleeping, Shocked. Gegen alles ist er immun. Wasser oder Luft gegen den Kollegen. Dann ist doch mal so. Er hat ja auch nur 1000 Leben. Ah, was passiert hier? Vielleicht hätten wir doch ein, zwei Seeker mitnehmen sollen, wa? Ja? Nicht mich töten! Okay, ich stehe immer noch. Krass, echt eine ganze Runde überlebt. Ja, dann hau ich jetzt den Bogenschützen zu Brei und heile mich dabei, ne? Ja. Jetzt habe ich ja 3 Angriffe für 300 Cent, dann stunne ich den sogar noch dabei. Kommt drauf an, wie viel Schaden du machst? Vermutlich nicht 326, ne? Okay. Auch nicht mit Enrage zum Beispiel? Mit Enrage... unwahrscheinlich, oder? Ich habe sonst nicht über 150 Schaden gemacht. Wenn ich Enrage mache, habe ich ja nur 2 Angriffe. Hast du nicht ein All-In unten? Nee, ich habe 6 Punkte. Achso, Moment. Eins, nee. Ich kann. Was macht denn Enrage? 1 Punkt, oder? 2. 2, achso, dann sind nur 2 Angriffe. Ja. Ja, musst du überlegen, ne? Ja, ich denke, ich muss ihn stunnen. Ich glaube, ich muss normale Angriffe machen. Ich kann ja dann auch immer nichts anderes casten, wenn ich Enrage mache. Für ewig. Für 2 Runden, glaube ich, ne? Ja, irgendwie so. Ich mache normale Angriffe. Dann heile ich mich auch mehr, glaube ich. Oder? Ach, keine Ahnung, schwer zu sagen. Ja, klar, erstmal ein Mist, das ist immer gut. 89... Und jetzt muss ich dann ja nochmal. Ja, Battlestomp macht mehr Schaden. Ist alles nicht so geil. Oder warte, kannst du irgendeine Poison Flask trinken? Irgendwas vergiftetes Essen?
Du hast jetzt zum Beispiel so eine Medium Poison Bottle. Könntest du trinken, das wird dir immerhin 122. Echt, so viel? Geben. Ich guck gerade mal, das ist bei Consumables, ne? Bottle of Wine, Bottle of Wine, Poison Bottle. Wo sind die Sachen denn, die du da siehst? Ah, Medium Poison Bottle. 110 bis Set Poison for 2 Turns. Wie trinke ich das denn? Warte. Also ich habe das jetzt in meiner Hotbar. Achso, jetzt mache ich Consume, ne? Kostet einen AP. Ja. Okay, dann hätte ich doch All-In machen können. Naja. Kannst du ja nochmal machen sogar. Okay, hat mich um 60 geheilt. Soll ich nochmal trinken? Ja. Dann sind die beide weg. Ja, okay. Keine doofe Idee. Haben wir auch mal heilen gesehen, gar nicht schlecht. Ach, guck mal, die kämpfen jetzt auch gegen den Wurm erstmal. Cool. Hey, nicht mich hauen. Wow! Er hat mich genockt da und... Ach, wieso, wo kommt denn der Riesentyp her? Den habe ich gar nicht gesehen. Bin tot. Nein. Tja, Leute, so kann's gehen. Ich hätte Metamorph auf jeden Fall stunnen müssen. Das war nicht clever und die Rechnung wurde bezahlt. So, wen von euch treffe ich denn? So, treffe ich euch alle? Oder nicht? Cool. Jetzt bin ich tot, das ist so gemein. Warum immer ich? Aber Beast geht es noch relativ gut, oder? Ja, dem geht's ihm. Naja, er hat seine physische Rüstung fast verloren, aber sonst geht's ihm noch ganz gut. Wer ist denn der große Endgegner, den ihr hier jetzt bekämpft? Eigentlich ist es Bischof Alexander. Das ist natürlich die Frage, ob er der Stärkste ist. Ne, er hat ja seine Leute alle dabei. Aber der ist quasi der Anführer von denen. Ah ja. Das ist... Welcher ist denn das? Ist das der hier? Kann ich gar nicht mehr sehen. Ich kann nicht mal mehr gucken, wer ist. Das ist der leuchtende Typ, oder Konrad? Das ist Bischof Alexander. Ja, der leuchtende Typ ist das. Steht der neben dem Boden? Hat mich gerade noch jemand abgeschossen? War ich doch noch nicht tot? Doch, ich war doch schon tot. Der jetzt gerade dran ist, ist das. So, wer steht denn hier drüben noch? Der ist nicht mehr so schlimm, der ist nicht mehr so schlimm. Der ist kacke. Und der ist kacke. Du schaffst das. Ja. Bam. Wow, 9 Luftschaden. Unglaublich. Hab ich ihn gerade gemacht, oder was? Ja. Dem Wurm. Kämpft jetzt Bischof Alexander gegen den Wurm? Ich glaube, im Moment kämpfen alle gegen den Wurm. Außer die Dudes, die gegen mich gekämpft haben. Ich bin anscheinend eine noch größere Bedrohung als der Wurm. Gewesen. Ja. Vielleicht könnt ihr das den Trubel ausnutzen, um nicht gegen den Wurm zu kämpfen, sondern zu gucken, wer übrig bleibt. Ja, das habe ich eben versucht. Also hier unten der ist zum Beispiel nicht so interessant. Und der Geist auch nicht. Die sind relativ kaputt. Ah! Gott, auf einmal kommt der Wurm aus dem Nichts. Ja. Ich glaube, er will zu dir, Konrad. Kann das sein? Ja, das kann sein. Weißt du, woran mich der Wurm erinnert? An deinen Wurm.
Habt ihr diesen Kampf schon mal gemacht? Nee. Okay. Also ich hab den schon mal gemacht, ja. Ja. Ah ja. Kannst du den Wurm teleportieren? Das wäre ja richtig witzig. Nee. Oh Mann, oh Mann. Wieso mögt ihr denn den Bischof Alexander nicht? Das ist der Obermufti von den Magisters und der fängt quasi die ganzen Quellmagier. Wir sind auch Quellmagier. Und ja, behandelt die auf eine gewisse Art und Weise, die dafür sorgt, dass sie quasi, wenn es gut läuft, sind sie danach irgendwie willenlose Typen, die blind sind und rumstehen und für ihn kämpfen. Und wenn es schlecht läuft, werden die an irgendein Kreuz genagelt und sind wie so eine Art Verteidigungsturm. Ach so je. Die Schwieger, ne? Ja, genau. Okay. Also er tut denen nicht so nette Dinge an. Ja, dann gewinn mal, Konrad. Ja, ich gebe mir Mühe. Sehr schade. Wow, er hat einfach den Assassin gekillt. Also im Moment arbeitet ihr alle zusammen gegen den Wurm, ne? Und du musst jetzt überlegen, wann du den Wurm angreifst und wann du aufhörst und die anderen. Du willst ja am Ende nicht gegen den Wurm alleine kämpfen, der noch 900 Leben hat. Genau, und die Frage ist, wer lebt denn jetzt hier noch? Da unten steht noch ein Bogenschütze. Also ganz rechts steht noch der Dicke, glaube ich. Ja, der Dicke ist ja kein Problem, der hat ja nur noch 188 Leben. Okay, das ist nicht so viel. Bischof Alexander hat noch 192 Leben. Und dann steht da noch der... Der Assassin. Nee, der Bogenschütze. Der hat noch am meisten Leben, aber ist auch nicht so schlimm. Ich denke, ich sollte weiter auf den Wurm gehen, oder? Wahrscheinlich, ja. Ist der auch decaying jetzt? Mal sehen. Oh, dann lehne ich mich zurück und genieße die Show. Jetzt habe ich leider kein Popcorn hier. Das wär's noch. Ja, schade, dass du gestorben bist. Ja, das war ein bisschen unfortunate. Ja. Ist das, weil du teleportiert wurdest? Ja. Okay. Der hat mich ja direkt in die Mitte teleportiert. Und dann haben mich natürlich alle angegriffen. So, jetzt willst du nicht mehr den Wurm angreifen. Nee. Ist der gestorben? Ja, der Bischof hat den Wurm gekillt. Ja, wahrscheinlich erst die Handlanger, oder? Obwohl dieser ganz große, der braucht ja noch eine Stunde, bis er bei dir ist, wahrscheinlich. Kannst du den Bogenschützen machen als erstes? Nö, ich denke, der Bogenschütze ist nicht so wild. Ich würde erstmal auf den Bischof gehen. Okay. Bischof. Erstmal wieder irgendwo hoch. Ich kann ihn natürlich auch. Auf den Boden teleportieren.
einen Haufen teleportieren, dann können sie wenigstens zusammen angreifen. Das ist auch nicht so doof. Außerdem ist er jetzt charmed, dann ist er eh bei mir. Was hat er denn noch? Der ist decaying. Machen wir das doch mal so, ne? So, jetzt wollen wir mal sehen. Also was macht Charmed genau? Kannst du das mal erklären? Charmed macht, dass die quasi das Team wechseln für eine Runde. Ach so, das heißt, er greift jetzt nicht dich an, sondern seine eigenen Leute? Genau, daher hätte er jetzt eine Runde gemacht, hätte mir aber gefreezed. Das ist ja krass. Also das Charmed kommt von dem Captain's Outfit, wenn man das nämlich komplett anzieht, dann hat man so eine Aura und wenn da jemand in die Aura kommt, dann kann der gecharmed werden. Ah. Ganz schön krass. Das heißt, Beast sieht im Moment aus wie so ein kleiner Captain. Ja, er sieht aus wie ein kleiner irischer Kobold. Okay. Aber er sieht wohl auch aus wie der Captain. Hat der eigentlich diese Rüstung noch zusammengebaut mit dem, von dem, wie heißt der denn? Markus oder so? Ja, die hab ich an. Ah. Du bist nicht verflucht oder so und brennst die ganze Zeit. Ja, wenn man das komplette Set anhat, dann ist man nicht verflucht. Dann hebt sich das alles auf. Na super. Ist eigentlich auch ein ganz cooles Set, weil man dann, dann kann man Purge machen. Und damit kann man Source-Punkte generieren, indem man Leichen kaputt macht. Konnte ich aber noch nicht so sinnvoll einsetzen bisher. Guck, und jetzt greift er die. Ach, der greift jetzt einen Geist an oder gießt oder wie auch immer. Cool. Und das ist aber. Das kommt, das wird nicht immer wieder. Der wird nicht immer wieder gecharmt. Bisher hat es zweimal geklappt jetzt schon. Also ganz cool. Das ist ja ziemlich mächtig. Was wir jetzt mit dem machen können. 40. Wie viel Schaden mache ich denn? 26 bis 30. Das wären zwei Angriffe. Och, ich weiß nicht. Sonst hat er ja aber auch nichts mehr. So. So, was haben die denn noch? Der ist stunned. Der andere hat noch 84. Is interrupted. Was machen wir denn da jetzt? Hat sich geschickt hingestellt. So ein Fuchs. Ein Fuchs. Ich glaube. Machen wir das doch mal so. So, Freundchen. Jetzt ist hier aber Ende im Gelände. Geht mal bitte auf einen Haufen. So, sehr gut. Sehr gut, einer ist gefroren.
Also, ich tippe mal, das haut noch hin. Sieht ja gerade ganz gut aus. Charmed. Oh ja, Mann. Das war nicht so schlecht. Das ist ja so gut. Dann kannst du dich ja um den anderen Dude erstmal kümmern. Oder um beide, genau. Ja, so, das. Dann hau ihn um. Tötest du dich jetzt für mich selbst? Hab ich auch gerade gedacht, was passiert, wenn du jetzt einfach sagst, fertig. Er macht einfach nichts. Er macht nichts. Ist ja witzig. Also dieses Charmed, unglaublich. 19 noch. Immer noch 19. Oh Mann, ey. Eine gute Rüstung, oder? Cool, jetzt kann ich ja erstmal gucken, dass ich immer noch eine Wiederbelebung mache. Auch nice. Habe ich die Erfahrung jetzt trotzdem gekriegt, auch wenn ich tot war? Ja. Oh, ich kann dein Gespräch nicht belauschen. Dann musst du vorlesen. Oh je, yeah, oh je. Yeah. Well, well, well. Quite the mess you've made here. I'm Melody, and you're... Also, sie packt mich im Nacken, schnüffelt an mir, in meinen Ohren und beißt mich. Was? Hä? Das ist doch ein Mensch oder sowas und kein komisches, tollwütiges Tier. Wollen wir eigentlich kurze Folgenpause machen? Wir können auch kurze Folgenpause machen, klar. Lass uns das mal machen. Gut, dann machen wir eine kurze Folgepause und in der nächsten Folge geht's weiter. Und irgendwann werde ich bestimmt auch wieder belebt, wenn Konrad hier mit dem Gespräch durch ist und wir Stuff machen können. Ja, mal sehen. Also war ein krasser Kampf, ich habe nichts gemacht, aber der Rest ging ja ganz gut. Also Konrad hat es auch alleine geschafft. Jo, dann vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss.